Beim akuten Schlaganfall handelt es sich um eine akute Störung des Hirns mit entsprechenden Ausfällen wie zum Beispiel Sprachstörungen oder Lähmungserscheinungen oder Gefühlsstörungen oder Koordinationsstörungen, die hervorgerufen wird entweder durch eine Mangeldurchblutung im Hirn oder durch einen Einriss eines Hirngefäßes mit entsprechender Blutung ins Hirn. Es muss eine Notfalltherapie erfolgen. Dazu muss akut der Mensch, der darunter leidet, mittels Rettungsdienst ins Krankenhaus eingewiesen werden. In der Akutklinik wird dann entsprechend mittels Computertomogramm oder anderen Methoden nachgesehen, um welche Form es sich handelt, ob eine Hirndurchblutung oder eine Mangeldurchblutung, eine entsprechende Therapie, meistens als Notfalltherapie eingeleitet.